Oh, ich wurde von einer Kakerlake gebissen. Ich wusste gar nicht, dass die beißen können. Ich muss erst einmal duschen. Oh, der Biss von der Kakerlake tut echt weh. Hoffentlich hat die keine Krankheiten. Keine Ahnung, warum die so aggressiv war. Eigentlich mochte ich Kakerlaken immer. Am besten, ich erzähle Marie nichts davon. Sie macht sich nur Sorgen. Mir ist schwindelig und mein Herz pocht. Vielleicht habe ich eine Erkältung. Ich darf nicht krank werden. Heute ist mein Vortrag. Wahrscheinlich bilde ich mir alles nur ein. Hallo Liebling, wie geht es dir? Alles gut, aber ich habe nicht gut geschlafen. Oh je, das tut mir leid. Dein Frühstück steht auf dem Tisch. Danke, aber ich habe keinen Hunger. Ist wirklich alles okay? Normalerweise sagst du nie Nein zu Frühstück. Ja, ich habe einfach keinen Hunger. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Bis später, Schatz. Mir ist so schwindelig. Ich kipp gleich um. Oh mein Gott! Hier ist alles voller Kakerlaken! Schnell raus hier! Was ist hier los? Irgendetwas stimmt nicht. Ich sage es nur einmal. Gib mir sofort dein Geld. Bitte tun Sie mir nichts! Ich mache, was Sie wollen! Her mit der Kohle! Was ist denn hier los? Was machst du hier? Bitte helfen Sie mir! Verzieh dich! Alles gut, ich werde gehen. Sie sind ein Feigling. Klappe da hinten. Ich gehe jetzt. Hier ist nichts passiert. Zu spät, Freundchen. Du hast mein Gesicht gesehen. Du darfst nicht entkommen. Bitte tun Sie mir nichts. Nimm das. Mein Messer ist zerbrochen. Wie ist das möglich? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Uah. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Wie heißen Sie? Bitte erzählen Sie niemanden davon. Was ist passiert? Diese Kakerlake hat irgendetwas mit mir gemacht. Ich fühle mich eigenartig. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Es gibt nur eine Person, die mir helfen kann. Hallo, Herr Peters. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Doktor, ich brauche dringend Ihren Rat. Aber ich bin Kinderarzt. Ich kann ansonsten niemandem vertrauen. Okay, legen Sie los. Heute Morgen ist etwas Eigenartiges passiert. Ich wurde von einer Kakerlake gebissen. Seitdem fühle ich mich seltsam. Mein Körper hat sich irgendwie verändert. Haben Sie gestern zu tief ins Glas geschaut? Ich bin nicht betrunken. Ich erzähle die Wahrheit. Haben Sie sonst irgendwelche Drogen genommen? Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu? Ich brauche Ihre Hilfe. Hier ist die Nummer von einem Psychologen. Der kann Ihnen helfen. Ein Psychologe? Ich bin nicht bekloppt. Ach, vergessen Sie es. Wie finde ich heraus, was passiert ist? Der Dieb konnte mich nicht verletzen. Sein Messer ist einfach zerbrochen. Ah, ich habe eine Idee. Lass mich etwas probieren. Kann es wirklich sein? Oh mein Gott, die Wand ist zerbrochen. Seit wann habe ich so viel Kraft? Kann das etwas mit der Kakerlake zu tun haben? Ich muss noch etwas probieren. Ich werde so hoch springen, wie ich kann. Oh mein Gott, ich kann fliegen. Anscheinend habe ich Superkräfte. Ich kann ein Superheld werden. Ich brauche aber ein passendes Outfit. Und ich brauche eine Maske. Keiner darf wissen, wer ich bin. Hier kann ich ein Kostüm bestellen. Superheldenshop24.de. Das klingt professionell. Da ist es. Das ist das perfekte Outfit. Niemand wird mich erkennen. Ein paar Tage später. Ich sehe so cool aus. Ich bin wie Spider-Man. Aber Spider-Man wurde von einer Spinne gebissen. Ich von einer Kakerlake. Ich bin
Gagaman! Ich werde alle beschützen. München muss sicher bleiben. Die Diebe werde ich verprügeln. Papa, bist du das? Hey Lisa, was machst du schon hier? Mathe ist ausgefallen. Warum siehst du so komisch aus? Ich gehe auf eine Faschingsparty. Aber Fasching war vor 2 Monaten. Ja, wir feiern nach. Das ist also dein Kostüm? Ja, wie findest du es? Den Preis für das hässlichste Kostüm gewinnst du. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich muss jetzt los. Bis später, Lisa. Viel Spaß auf der Party, Papa. Legen wir los. Aufgepasst, München. Hier kommt Kakaman. Ich kann es nicht glauben. Ich kann wirklich fliegen. Ich werde Verbrecher suchen und sie zur Strecke bringen. Keiner kann mir entkommen. Hast du das gesehen? Ja, was war das? Keine Ahnung. Sah aus wie eine riesige fliegende Kakerlake. Hoffentlich haben die hier einen guten Kammerjäger. Gib mir sofort deinen Schmuck. Ich sage es nicht noch einmal, kapiert? Hilfe, ich werde ausgeraubt. Schreien ist zwecklos. Niemand kann dich hören. Jemand muss mir helfen. Hilfe! Was war das für ein Geräusch? Jemand braucht meine Hilfe. Hab keine Angst. Kakaman wird dich retten. Jetzt heul nicht so rum. Gib mir einfach den Schmuck. Dann lass ich dich in Ruhe. Was ist das? Sag mal, wie blöd hältst du mich? Ich meine es ernst. Da steht jemand. Wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Was willst du von hier? Verschwinde. Du wirst die Frau sofort in Ruhe lassen. Ansonsten was? Was ist das überhaupt für ein bescheuertes Kostüm? Mach dich ja nicht über mich lustig. Das wirst du bereuen. Verzieh dich jetzt, oder ich schieße. Na mach doch, wenn du dich traust. Wie du willst, Trottel. Was ist hier los? Die Kugel ist einfach abgeprallt. Ich habe es dir doch schon gesagt. Lass die Frau in Ruhe. Wer bist du? Merk dir meinen Namen. Ich bin Kakaman. Du hast mich gerettet. Ich bin dir so dankbar. Wie kann ich dir das zurückzahlen? Das musst du nicht. Erzähl einfach deinen Freunden davon, damit jeder weiß, wer Kakaman ist. Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank, Kakaman. Ich stehe stets zu Diensten. Bis bald. Hallo, liebe Zuschauer. In München gibt es einen neuen Superhelden. Sein Name ist Kakaman. Er beschützt die Bürger in unserer Stadt. Kriminellen wird dazu geraten, sich von ihm fernzuhalten. Er hat Superkräfte. Wenn sie einen Dieb sehen, dann rufen sie ihn. Ich kann es nicht glauben. Schon wieder einer. Hast du das gesehen, Boss? Ja, den knüpfen wir uns als nächstes vor. Kakaman, was für ein Idiot. Frage an euch. Zu was für einem Arzt geht Martin? A. Zahnarzt? B. Dermatologe oder C. Kinderarzt. Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.